So, angeblich geht jetzt hier die Torre di Frailo hoch. Ich bin gespannt. Das Straßenhinweisschild geht in einer anderen Richtung. Bin äußerst gespannt, wo wir gleich hier landen. Nun, zunächst einmal landen wir in einem zumindest für das Navigationssystem anscheinend vollkommen verwirrenden Bergdörfchen. Oder so, da war ein Schild nach rechts, wo wir links sind. Also, wir müssen uns jetzt gleich links halten. Da müssen wir doch tatsächlich erstmal Tickets kaufen hier, damit wir auf den Berg hier hochfahren dürfen. Ah, ist nicht so einfach hier. Bin ja mal gespannt, ob uns irgendeiner kontrolliert. So, dann geht's jetzt, glaube ich, ziemlich abenteuerlich hoch zu den Torre di Frailo, zumindest sagt das die Karte. Aber wieder was für Leute, die Höhenangst haben. Definitiv. Siehst du, jetzt kommen wir nämlich von der Seite da hoch. Und wir hätten eigentlich von der Seite kommen müssen, aber egal. Spielt ja keine Rolle. Das ist ja auch mal ein interessantes Sträßchen hier. Was für ein Klotz. Wie der runterfällt, bist du aber auch begraben. Das sind aber auch zwei Türmchen da oben. Die Jungs auf ihren Fahrrädern haben meinen vollsten Respekt. Oh, Leute, schade, dass es noch kein Geruchsvideo gibt. Diese Pinien hier, oh, das riecht. Oh, traumhaft, wenn da die Sonne drauf scheint. Boah, es riecht so gut.
kaum vorstellen, dass man da oben hochkommt. Ne? Das ist schon... Puh! Schwierigere Nummer. Wie steil das Gelände ist und welchen Aufwand es bedeutet, hier eine Straße zu bauen, sieht man tatsächlich erst, wenn man sich die Sache mal von oben anschaut. Solche Straßen und solche Orte ziehen mich irgendwie magisch an. Ich frage Sie auch tatsächlich, wofür haben Sie die Straße eigentlich gebaut? Da sind sie, die beiden Türmchen. Großartige Fahrfehler sollte man hier besser nicht machen. Dann muss man die ganze Strecke wieder hoch. Ja, da sind wir schon gleich oben. Noch so zwei, drei Kehren, dann haben wir es schon geschafft. Boah, ist das brutal hier. Wenn ich das mal wieder sagen darf, eine atemberaubende Landschaft, meine Damen und Herren. Oder auch, dich ist der Wahnsinn. Wow. Die beiden Türme erinnern an eine alte Festung, die zur Kontrolle des Fraele-Passes diente. Ich glaube, einen perfekteren Ort zur Überwachung eines Tales oder Passes gibt es nicht. Pass selbst ist schon uralt und diente noch im 15. bis 17. Jahrhundert dem regionalen inneralpinen Vieh- und Warenverkehr.
Rein theoretisch verbindet dieser Pass das Kanton Graubünden über die Ofenpassstraße mit dem italienischen Valle di Fraile. Allerdings ist nur ein Teil der Strecke asphaltiert und auch nur ein Teil der Strecke selbst mit geländegängigen Fahrzeugen befahrbar. Also Obacht! Wie so oft in den Alpen wurde die asphaltierte Straße erst sehr, sehr viel später gebaut. Sie wurde zur Errichtung und zum Betrieb eines Wasserkraftwerkes benötigt. Das werden wir uns auch noch ansehen. So, jetzt kommt die große Überraschung. Lago di Cancano. Wir schalten mal. In den Enduro-Modus, obwohl das ist ja hier eine ganz normale Straße. Da brauchen wir auch keinen Enduro-Modus. Das ist ja ein ganz normales Sträßchen. Wow. Was für eine Gegend. Ein Ristoro. Aha, da ist auch der See. Und der ist ja gar nicht mal so groß, ne? Aber schön. Sehr schön hier oben und sehr versteckt, würde man also nicht so direkt erwarten, dass hier noch mal so etwas zu finden ist. Nach dem Wuffi, nicht dass er nervös wird. Oh, das sieht doch alles sehr schön aus hier. Aha, ach, da ist dann hier die Schotterstraße. So, wir sind jetzt hier am Lago di Cancano. Ein großer, großer Stausee. Mitten im Nationalpark Stelvio. In einer absolut atemberaubenden Landschaft. Reingeklöppelt. Der Lago di Cancano und der etwas höher gelegene Lago di San Giacomo dienen beide der Elektrizitätserzeugung durch Wasserkraft.
Ich finde, beide Seen gliedern sich fantastisch in diese Gebirgslandschaft ein. Die Farbkombination aus dem Türkis des Wassers, dem Blau des Himmels und dem Grau der Felsen ist für mich einfach nur faszinierend. Boah, mit auch noch so einem coolen Zufluss da. Wow. Das ist ja absolut irre. Leider waren die Wege zum Lago di San Giacomo gesperrt, sodass wir uns direkt wieder auf den Rückweg machen mussten. Das ist aber nicht so schlimm. Nun habe ich einen Grund, hier noch einmal herzukommen. Denn schaut euch diese zerklüftete Landschaft an. Um so etwas zu finden, muss man sonst sehr, sehr weit fahren. Türkises Wasser. Ein Traum. So, das war's schon mit dem Lago di Cancano. Wir sind mal so ein bisschen drumherum geflogen. Sehr schön. Da ist noch so ein kleiner See und jetzt geht's weiter durch den Nationalpark Stelvio. Wir müssen gleich erstmal durch Bormino durch, aber vorher geht's nochmal den, ich weiß gar nicht wie die Straße heißt, auf jeden Fall die Straße zu den Torri di Frele geht's wieder runter. Das Ganze ist mega schön hier oben. Ist ein richtiges Naturerlebnis und scheinbar irgendwie wohl nicht so bekannt, weil es ist ziemlich leer im Gegensatz zu anderen Fleckchen hier. Ja, das ist schon richtig schön. Kann man nicht anders sagen. Das ist eine super tolle, super schöne, wild romantische Ecke. Einfach nur toll. Ja, dann geht's jetzt wieder die Leiter nach unten. Überglücklich, dieses Kleinod gefunden zu haben, rollen wir über den Passo delle Scale hinunter und genießen die letzten Blicke auf die Torri di Frele. Man hat hier einen kompletten Überblick über das Val di Dentro und den Talkessel von Bormio. Das ist halt der Weg, den wir gerade hochgefahren sind. Können wir noch mal einen Abschiedsblick auf die beiden Türme werfen. In dieser absolut zerklüfteten Felswand. Die wäre, glaube ich, auch für Kletterer eine Herausforderung. Unglaublich ist auch die Geschichte dieses Passes. Tatsächlich soll bereits der Frankenkönig Karl der Große im Jahr 800 zur Kaiserkrönung nach Rom diesen Weg benutzt haben.
Unvorstellbar ist für mich auch, dass das Eisenerz aus dem Valle di Fraele über diesen Weg ins Tal nach Premadio gebracht wurde. Aus diesem Grund erhielt der Weg auch den Namen La Via del Ferro. So geht die Episode 5 unserer Reise zu den Torri di Fraele nun zu Ende. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass wir uns in Episode 6 am Passo Tonale wiedersehen.